Dieses Video präsentiert Ihnen der Gäubote Herrenberg. Ja, wir stehen jetzt hier auf dem Wertholzlagerplatz der Stadt Herrenberg. Hier sind ca. 500 Eichenstämme aus dem ganzen Stadtwald mit 200 Hektar zusammengefahren worden, um sie dem Kunden möglichst ansprechend zu präsentieren. Hier können dann die Holzkäufer herkommen und sich die Eichen genau anschauen. Wir haben hier vorne nochmal ein Stück abgeschnitten, dass man die Struktur von dem Holz genau erkennen kann. Und das Ganze wird dann versteigert und hoffentlich guten Erlös bringen. Wichtig ist, dass diese ganzen Stämme, die jetzt hier liegen, aus dem ganzen Stadtwald von Herrenberg kommen und eben nicht ein Stück komplett platt gemacht wurde. Es stehen überall, stehen noch genug Bäume. Wo der Baum zum Beispiel hergekommen ist, weiß ich, stehen noch 5 bis 6 Eichen drumherum, die jetzt diesen Platz, der frei geworden ist, in den nächsten 20 bis 50 Jahren ausnutzen werden. Die meisten unserer Werteichen sind zwischen 4 und 8 Meter lang. Die werden einfach da abgeschnitten, wo es einen Qualitätssprung gibt, wo gröbere Äste kommen. Das Produktionsziel bei den Eichen ist auch 8 Meter astfreie Schaftlänge und so behandeln wir die auch. Die Eichen werden meistens relativ dicht gelassen, so lang bis alle Äste auf einer Länge von 8 Meter abgestorben sind und dann wird rundherum freigemacht, dass die Krone sich ausbreiten kann. Wenn die Krone groß wird, dann wird auch der Stamm dick, der Zuwachs ist hoch. Und das ist eigentlich das Ziel, dass, wenn das gut läuft, auf 8 Meter gar keine Äste sind und dann nur grüne Krone kommt, sodass wir einen dicken, astfreien Stamm haben. Wie der Herr Hank schon gesagt hat, ist das Ziel, dass man starke, astfreie Eicheblöcke, Eichestämme erreicht. Und das kriegen wir am besten hin, indem man eine große Krone belässt. Wenn die Bäume also in der Jungbestandspflege ihr Ziel erreicht haben, dass sie diese 8 Meter astfrei sind, werden sie sukzessive freigestellt, damit die darüber befindliche grüne Krone möglichst groß ist. Wenn die groß ist, dann kann der Baum kräftig und vital schnell an Zuwachs zunehmen, hat schöne, gleichmäßige, starke Jahrringe und kann natürlich in kürzerer Zeit eine gewisse Dimension erreichen, die für den Verkäufer interessant ist, wie wenn er eine kleine Krone hat, wo er dann eben nur sehr geringe oder unregelmäßige Jahrringe hat. Und das ist eben, versuchen wir umzusetzen, damit man auch diese wertvolle, starke Ware in kürzerer Zeit wie bisher kriegt. Das wäre jetzt eure typische Verwendung von Eicheholz, das aber von der Qualität her nicht ganz so hochwertig sein muss, das wäre Parkett. Und da sieht man auch, was dann das, was zum Ausschluss führt. Das ist dann irgendwelche Fauläste, die dann rausfallen. Das wiederum hat da einen Fehler drin, das ist wahrscheinlich beim Profil passiert. Aber da sieht man es einfach, die Struktur ist da natürlich gleichmäßig und auch so von der Optik her natürlich ansprechender wie jetzt sowas von Asch drin ist. Also das wäre jetzt Ausschuss und das wäre jetzt ein Boden, wo da dann auch in den Verkauf kommen wird. Okay. Hier hinter mir sieht man jetzt den Rest von einer alten Eiche, die gefällt worden ist. Und gleich dahinter steht schon die nächste und hier steht nochmal eine und einige Buchen im Hintergrund, die jetzt wieder mehr Platz haben. Hier am Boden liegen noch Äste von Buchen und auch von der Eiche. Das hat sich jetzt nicht gelohnt, die rauszuholen aus der Fläche. Die bleiben hier liegen und werden als flächenlos versteigert. Da können dann die Leute kommen und selber die dickeren Stücke, die noch verwertbar sind, rausschneiden. Mir ist dann immer wichtig, dass das Ganze reisig, das feine Material liegen bleibt, das verrottet und bringt wieder neue Nährstoffe in den Boden, der dann für die zukünftigen Baumgenerationen als Nährstoff dient.